Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das Amazone ED-Pack an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von MathVoice, wenn ich es richtig ausspreche. Gibt es für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Einzelkorn-Saat-Technik. Jawohl, hier haben wir das Ganze. Amazone ED3000 und Amazone ET4500 oder ED, wie man es halt rum aussprechen möchte. Einmal für 20.000 und einmal für 35.000 Euro in der Anschaffung. Schauen wir uns erstmal das Kleine an. Amazone ED 3000, 240 Liter Tankvolumen, 100 PS benötigte Leistung, 3 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Wie schon gesagt, für 20 in der Anschaffung und 1020 im Leasing. Könnt ihr mit Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Rüben und dementsprechend Baumwolle ansehen. Beim ED 4500 haben wir 3600 vor allen Dingen 360 Liter Saatgut, 550 PS benötigte Leistung, 4,5 Meter Arbeitsbreite und 15 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit, wie gesagt für 35.000 oder 1785 im Leasing. Ja, so sehen die zwei guten Stücke hier aus. Unterscheiden sich in dem Falle nur vom Korntankvolumen und von der Arbeitsbreite, damit auch einher, logischerweise für die PS-Zahl. Wir haben das typische Amazone-Design, wie man das halt so kennt, also sprich orange-grün. Wir haben sogar hier Amazone so mehr oder weniger dastehen, also es ist scheinbar im realen Leben ist das also drauf geprägt, nenne ich es jetzt einfach mal. Kommt jetzt hier nicht so hundertprozentig rüber, ist aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Ja, Anschlüsse halt dementsprechend hier vorne. Bei denen hier das gleiche in grün. Ihr seht es halt, hier haben wir halt 4 Korn- oder Saatguttanks. Hier haben wir halt dementsprechend 6. Ansonsten sind die gleichzeitig aufgebaut. Ja, texturtechnisch wüsste ich nicht, was ich dann aussetzen sollte. Passt soweit, gefällt mir. So, habt ihr mal was vorbereitet, wer hätte gedacht. Anschlüsse hier soweit passen. Dynamische Kabelschläuche sind in dem Fall hier nicht vorhanden. Ansonsten seht ihr aber hier hinten Blinker, Bremslichter und Co. alles mit dabei. Hat soweit auch alle seine Beleuchtung. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Saat wählen, wie gesagt, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben oder Baumwolle. Das könnt ihr auswählen. Mit V könnt ihr den ganzen Spaß senken. Mit B schaltet ihr den ganzen Spaß ein. Und mit 15 km/h, wie angegeben, geht es dann auch im Max-Speed-Tempo voran. Arbeitsbreite wird maximal ausgenutzt, wie ihr sehen könnt. Ich bewege meinen Hintern mal ein bisschen hier so hin. Ne, das passt soweit. Ja, nette kleine Saatmaschine. Wüsste ich nicht, was man daran falsch machen könnte. Lok sieht so aus. Sauber. Könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.